Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf dem YouTube-Kanal von Conan News. Heute habe ich den Detektiv Conan Wandkalender 2021 für euch. Da habe ich freundlicherweise bei Takagi Books in Düsseldorf nachgefragt. Die hatten den Kalender vorrätig, haben ihn mir auch direkt zugeschickt. Und jetzt werde ich ihn an dieser Stelle für euch auspacken. Ich habe das natürlich hier an dieser Stelle schon vorbereitet. Da seht ihr das gute Stück hier. Auch schon das Titelmotiv. Leider gibt es ja in diesem Jahr keinen offiziellen deutschen Wandkalender, dafür aber einen japanischen. Den gibt es ja in jedem Jahr. Dieses Jahr eben auch mit 6 Motiven in den Monaten und einem Titelmotiv, das ihr hier schon seht. Werde das Ganze entsprechend hier mal für euch auspacken. Ich hoffe, das geht geschickter als die Originalverpackung. So. Die Hülle braucht ja am Ende kein Mensch mehr. Und dann holen wir das gute Stück schon mal raus. Genau, hier sehen wir das Titelmotiv des Kalenders. Ein wenig gewellt ist er natürlich noch. Genau, das ist das gute Stück. Detective Conan Kalender 2021. Hier sehen wir zahlreiche Charaktere vorne drauf, die auch das neue Jahr direkt feiern. Ich hoffe, ihr seht das alles gut. Genau, Amuro mit dabei, Conan ran. Kokoro natürlich fröhlich am Trinken mit uns. Und ja, ich kann nochmal die Rückseite zeigen, das ist aber nicht viel Spannendes zu sehen. Das ist einfach alles weiß. Und dann haben wir jeweils für 2 Monate kombiniert immer ein Motiv, das zu sehen ist. Es ist ein Abreißkalender oben. Also man muss die jeweiligen Kalenderblätter entfernen. Anders lassen sich die jeweiligen Monate nicht darstellen. Man kann natürlich die Monate jeweils aufheben. Das mache ich immer sehr gerne. Ich zeige euch mal direkt Januar und Februar hier bei diesem gewellten, schicken Kalender. Da sehen wir natürlich Subaru Okiya bei seiner Lieblingsbeschäftigung kochen. Hier hat er eine schöne Box mit japanischen Delikatessen. Die Detective Boys freuen sich auch, vor allem Genta natürlich. Ja, Conan ist nicht so begeistert. Agasa im Hintergrund. Für Januar und Februar auch hier sehr unten sehr schön gemacht. Die Januar- und Februar-Motive, ich hoffe, man sieht es. Ja. Genau, machen wir direkt weiter mit März und April. Müsste jetzt kommen, wenn ich mein... jetzt rollt er sich natürlich hier komplett weg. Aber dafür habe ich ja 2 Hände. Hier haben wir, die beiden süßen Polizisten. Takagi und Sato und Conan mit dabei. Im Hintergrund Ran und Sonoko. Weiß gar nicht, ob es an eine bestimmte Szene angelehnt ist. Erkenne ich hier zumindest nicht. Die Szene mit Subaru Okiya, die ist ja allgegenwärtig in der Serie. Das nächste Motiv. Oh, wieder 2 Polizisten am Start, sofern ich das hier schon erkennen kann. Ach, entschuldigt hier mein unprofessionelles Auspackverhalten. Genau, Chiba und Naeko Mieke. Im Hintergrund auch wieder Conan zu sehen, der darf natürlich nicht fehlen. So, mal sehen, ob ich jetzt diesmal besser umblättern kann. Ich hoffe es sehr. Machen wir so. Oh ja, es ist ein bisschen geschickter. Hier oben natürlich nicht geschickt und Holz. Ich will den Kalender ja auch noch benutzen, deswegen hoffe ich, dass ich hier noch nichts vorher abreiße. Ah, hier sind wir jetzt mit Ran, Sera und den Detective Boys. Komisch, dass Ai und Masumi direkt auf einem Motiv zu sehen sind. In traditioneller Kluft, wahrscheinlich angelehnt an ein japanisches Fest. Das kann ich jetzt spontan nicht erkennen. Habe die Motive vorher noch nicht angeschaut und bin dementsprechend nicht vorbereitet, was hier in diesem schönen Kalender zu sehen ist. Hat sich ein Fisch und Genta natürlich wieder am Essen. Weiß noch nicht, was hier drauf steht. So gut sind meine japanischen Kenntnisse leider nicht. Vielleicht weiß das hier jemand und kann das in die Kommentare schreiben. Ansonsten werden wir das sicherlich noch rausfinden. Und das vorletzte Motiv. Ah, sehr schön. Ups. Da muss ich mal kurz das zurückblättern, damit wir das auch in voller Gänze genießen können. Ja, Conan hier an seinem Schreibtisch mit Mikrofon und Bildschirm. Im Hintergrund Shuichi Akai. Ich glaube, hier ist ein bisschen die Klippe zu sehen vom Raya Bergpass, wo er damals angeblich ermordet wurde. Und das ist natürlich eine Anlehnung an den Fall seiner Rückkehr, wo Bourbon zu Shinichi ins Haus gekommen ist und er mit Subaru Okiya ein schönes Gespräch hatte und Conan in dieser Montur im Hintergrund alles geleitet und eingefädelt hatte und Shuichi eben zurückgekehrt ist in Camels und Jodys Auto damals. Ach, das waren schöne Zeiten, das ist auch schon einige Zeit her. Schönes Motiv hier im September und Oktober. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Freitag, den 13. haben, das wäre ja eine schöne Referenz. Haben wir aber nicht.
Trotzdem sehr schönes Motiv. Ich finde es alle bisher sehr, sehr schick. Und das finale Motiv, Weihnachten oder Silvester. Ich würde mal stark tippen, es ist diesmal Weihnachten. Hier hinten sehen wir auch Merry Christmas und wir feiern das ganz standesgemäß im Café Poirot. Hier ein schöner Professor Agassa mit drauf. Mit Bourbon, Azusa und ja, Genta wieder am Fressen. Das scheint ein typisches Motiv zu sein im diesjährigen Kalender. Ran auch mit dabei. Dafür fehlt Ei diesmal. Ja, genau. Sehr schick. Und das war auch das letzte Motiv für die letzten beiden Monate des Jahres. Dann haben wir es geschafft. Genau. Das ist der Kalender. Im Original 1800 Yen. Wie gesagt, ich hatte ihn bei Takagi Books in Düsseldorf angefragt, falls ihr auch einen Kalender haben möchtet. Ich weiß nicht, ob sie noch welche auf Lager haben. Könnt ihr sonst sehr gerne auch mal nachfragen oder entsprechend den Kalender aus Japan importieren. Genau, einen offiziellen deutschen Kalender gibt es dieses Jahr ja leider nicht. Zumindest nicht von Detective Conan bei Kase. Dafür haben wir aber den japanischen, der, wie gesagt, sehr schick ist und wie auch in den letzten Jahren, oder ja, ist ja schon seit, würde ich sagen, Jahrzehnten Tradition, dass wir einen solchen Kalender haben mit einem Motiv jeweils für 2 Monate und einem Covermotiv, also 7 Motive insgesamt. Genau, so viel zu dem japanischen Detective Conan Kalender. Ja, falls ihr weitere Informationen haben wollt, wie gesagt, findet ihr gerne im Conan-Wiki. Ansonsten kann ich euch nur unsere sozialen Medien sehr ans Herz legen. Bei Discord könnt ihr euch mit anderen Conan-Fans austauschen. conannews.org/discord. Ansonsten findet ihr Conan News auch auf Twitter, Facebook, Instagram und weiteren sozialen Medienplattformen. Und natürlich bei YouTube, wo ihr dieses Unboxing höchstwahrscheinlich sehen werdet. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr den Kalender auch habt, viel Spaß mit den Motiven und bis demnächst. Ciao!